Ich kündige meinen Job und packe wieder meinen Rucksack. Richtig, ich gehe wieder auf Reisen. Und das gleich für mehrere Monate. Doch eine Frage, die immer größer wird, je näher ich der Reise komme, ist, warum gehe ich überhaupt auf Reisen? Warum packe ich eigentlich wieder meine Sachen? Und was genau suche ich? Wie ist die Welt? Warum gibt es uns? Was wissen und kennen wir? Und was noch nicht? Als ich klein war, wollte ich unbedingt Forscher und Entdecker werden. Ich verschlang Was-ist-was-Bücher über Schlangen, Dinos und die Erde und tauchte in Dokus ein. Nur wenige Jahre später durfte ich als Kind den ersten Jurassic Park gucken. Nur wenn die Fleischfresser zu sehen waren, spulte mein Dad vor. Jetzt könnte man sagen, Jurassic Park ohne Dinos, das ist doch wie Hummus ohne Kichererbsen. War es aber nicht. Die Filme strahlten für mich genau diese Magie und Ehrfurcht vor der Natur aus, die mich als Kind faszinierte und danach nie wieder losließ. Ich wollte Abenteurer sein, doch in meiner Familie und in der Schule wurde mir gesagt, damit lässt sich doch kein Geld verdienen, Dennis. Mein sehnlichster Wunsch geriet über die Jahre immer mehr in Vergessenheit. Dann lief der Film Up in den Kinos und entfachte das Feuer neu. Es ging um Ellie, die seit ihrer Kindheit geplant hatte, ihr Clubhaus an einen ganz besonderen Ort zu verlegen, die Paradiesfälle. Ihr Freund Karl versprach ihr zu helfen, dorthin zu gelangen. Die beiden heirateten und verbrachten gemeinsam ihr Leben. Doch dann starb Ellie, bevor sie ihren Traum jemals verwirklichen konnten. Die Paradiesfälle sind angelehnt an den höchsten Wasserfall der Welt, den Salto Angel in Venezuela, in der Sprache der indigenen Pemon Kirepakupai Vena. Ich sah mir eine Doku über die teils noch unerforschten Tafelberge Venezuelas an und wusste, da draußen gibt es noch etwas zu entdecken. Ich glaube, in uns allen steckt ein kleiner Teil dieses Entdeckers. Das ist auch der Teil, der uns hochschauen lässt zu den Sternen und der uns fasziniert. Und genau das ist auch der Teil in mir, der während meiner Schulzeit immer lauter wurde. Ich wollte die Welt des Ich-Kann kennenlernen und einmal das Ich-Muss beiseite lassen. Und genau deshalb trieb es mich nach meiner Schulzeit, nach dem Abi auch nach Australien. Einfach raus, einfach weg. Das war das Ziel von meinem Reisegefährten Fritz und mir, als wir nach Australien aufbrachen. Nach über 10 Jahren Schule war es das erste Mal, ohne Eltern so weit von zu Hause entfernt zu sein. Und es ging darum, Pläne zu schmieden und sie über den Haufen zu werfen, wenn uns danach war. Es sind die ungeplanten Momente auf Reisen, die das Reisen so besonders machen. Wenn ich morgens aufwachte, wusste ich oft nicht, wo ich wohl zum Abend sein werde. Diese Ungewissheit brachte Unsicherheit mit sich, doch auf der Rückseite derselben Medaille lagen auch Neugier und Spannung. Ich lernte in diesen 7,5 Monaten unheimlich interessante und spannende Menschen kennen. Durchstreifte mir zuvor unbekannte Landschaften, hatte gemütliche Abende am Lagerfeuer und kuschelige Nächte auf einer engen Automatratze und lebte in den Tag hinein. Für mich war klar, die nächste längere Reise wird kommen. Wieder zu Hause wusste ich nicht so recht, wohin mit mir. Langsam musst du ja jetzt auch mal wissen, was du machen willst, Dennis, tönte es aus meiner Familie. Sollte ich mich in meinem Auslandsjahr nicht finden? Ich habe vieles gefunden, aber vielleicht nicht unbedingt das, was ich jetzt mit meinem Leben anfangen will. Und so fing ich einfach irgendein Studium an. In diesem Studium lernte ich wiederum die Menschen kennen, mit denen ich meine erste Firma gründete. Damit hatte ich nicht gerechnet. Wir präsentierten unsere Ideen unter anderem vor Juries von Startup-Wettbewerben und sogar vor ganzen Management-Ebenen. Ich schloss mein Studium ab und wir arbeiteten die kommenden 3 Jahre weiter an unserem Unternehmen, bauten ein Team auf, die Firma lief. Das forderte mich heraus und ließ mich auch weiterentwickeln, zog jedoch auch viel Verantwortung und Verpflichtungen mit sich. Nicht selten fragte ich mich in stressigen Tagen, wozu eigentlich das Ganze? Und werde ich jemals wieder für eine längere Zeit auf Reisen gehen können? Im letzten Jahr begann es dann langsam zu kippen. Wir wollten zu viel und zu schnell. Wir hatten zudem mehr und mehr unterschiedliche Vorstellungen vom Leben entwickelt. Anfang 2022 entschieden wir uns schließlich gemeinsam dazu, dass wir uns nun auf andere Projekte fokussieren wollen.
Als wir zusammensaßen und das Ende der Firma beschlossen, überkam mich das Gefühl von Unsicherheit. Was würde ich denn jetzt als nächstes tun? Nur wenige Tage später meldete sich ganz schüchtern der kleine Entdecker zurück. Hey du, war da nicht was? Hattest du nicht noch was vor? Wenn du erst einmal älter bist, machst du das nicht mehr, hörte ich immer wieder aus meinem Umfeld. Genau jetzt ist also der Zeitpunkt, um noch einmal auf- und auszubrechen. Mich noch einmal zu öffnen für neue Erfahrungen und ganz neue Perspektiven. Welche Erfahrungen ich genau machen möchte? Um ehrlich zu sein, ich weiß es noch gar nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich mich auf jeden Fall reinstürzen möchte in irgendwelche neuen Erfahrungen. Und das möglichst mit offenem Herzen und offenem Kopf. Die letzten Jahre dominierte mein Kalender meinen Alltag. Er sagte mir, was heute ansteht und was ich zu machen habe. Bald werde ich mir nach dem Aufwachen die Frage stellen können, wonach mir heute sein wird. Für mich steht der Wasserfall in Venezuela für all die kindliche Neugier und unerfüllten Träume im Leben. Und meine innere Stimme sagt mir, dass ich ihr folgen soll. Das war heute ein sehr persönliches Video von mir und ja, mir fällt es noch gar nicht so leicht, mich zu öffnen hier auf YouTube, aber ich merke, dass das immer besser wird und dass es auch vor allem die nötige Nähe schafft, sodass ihr auch eine Verbindung zu mir aufbauen könnt und das finde ich gut. Und damit ich euch aber auch noch ein bisschen besser kennenlerne, würde mich mal interessieren, was ist euer Kindheitstraum gewesen und habt ihr ihn verfolgt? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare und dann sehen wir uns sehr, sehr bald wieder im neuen Video. Bis bald, ich freue mich auf dich.